Wer Koch werden will, braucht Disziplin und ein dickes Fell. Hallo, dünn, dünn. Das ist ja nicht dünn, das muss aber so gehen. Und du hast ein Rezept, die Texte sind nicht zum Spaß da. Das ist zum Lesen da und abschneiden. Mann, nein, immer erst logisch denken. Nicht nur Kochen steht auf dem Lehrplan. Das ist halt scheiße und das ist halt Drecksarbeit. Da kommen schon viele, die vieles andere vorher probiert haben und dann sagen, okay, jetzt probieren wir es halt dann mal als Koch. Ein Stück weit muss man für den Beruf geboren sein. Man frisst eigentlich 5 Jahre lang nur Scheiße. Und wenn man das nicht aushält, dann ist man falsch in dem Beruf. Austern, Hummer und Champagner, das täglich Brot auf Sylt, auch im Landhaus Stricker, dessen Restaurant Bodendorfs ein Mekka für Gourmets. So, komm, auf geht's. Kochen auf höchstem Niveau, Teamarbeit. Sternekoch Holger Bodendorf gibt das Tempo vor. So, Männer, zuhören bitte. Komm neu, ein Scampi Pfifferling, ein Lammrücken, Nacken, danach ein Ravioli. Jawohl. Stefan, das ist ja bon. Jawohl. So, bring den Scampi-Salat vor, komm jetzt. Okay, montier mal die Suppe noch mal auf, bitte. Es kommen neu 2 Wolfsbarsch, 2 Jakobswuscheln, 2 Seeteufel. So, und Tisch 4 aufnehmen. Comprende? Hört ihr mich oder? Noch ist die Welt der Feinschmecker fremd für Manuel Lopp. Wenige Tage zuvor hat er seine Ausbildung im Landhaus Stricker begonnen, als Koch. Manuel, komm her! So, guck's dir mal an hier. Wir haben mal 2 Restaurants, einmal das Gourmet-Restaurant. Hier haben wir das 2. Restaurant, das ist das Restaurant Stricker. Und der Tisch, der gekocht wird, hängt dann hier oben später. Manuel, geh mal nach oben, zieh dir mal deine Schürze an. Du bist ja völlig zerfleppt. Manuel, steigst du mit ein, bitte? Apropos machen fürs Gourmet-Restaurant. Manuel, mach mal die 4 ersten Amis Köln. Jawohl. Ganz halt, du weißt ja jetzt wie. Manuel, das ist dein Part. Komm. So, luft dir mal ein paar Kräuter, dass wir hier draufsetzen können, Manuel. Kannst du auch machen. Komm, da kannst du gleich mithelfen. Hast du Blüten? Ja, sehr gut, Manuel. Hast du reingesteckt, ja? Sehr gut. Jawohl. Der 21-Jährige muss lernen, dass die Arbeit in der Edelgastronomie oft der eines Feinmechanikers ähnelt. Das Grüne von der Erdbeere ist ein Abfalleimer. Ich gucke, dass alles gerade gleich ist, weil die Gäste sehen das im Restaurant. Wenn da was höher oder kleiner ist, da siehst ein paar Millimeter siehst du sofort. Und darum ist halt immer wichtig, dass wir auf 1 Zentimeter sind. Okay. Dann stichst du mir hier so einen schönen Ring aus. Und die dann da rein. Versuchen wir das mal und dann segne ich es nachher ab. Und da machen wir auch immer mehr, dass wir wirklich nur die schönste nehmen. Okay. Machen wir mal 20. Oder mach mal 30, ist besser. Was im Sterne-Restaurant auf den Teller kommt, soll ein Genuss für den Gaumen sein. Und ebenso fürs Auge. Geh mal runter und siehst, ne? Muss halt wirklich alles eine Linie sein, aber die müssen wir jetzt alle nachher mal bearbeiten. Aber jetzt lass mal die da und jetzt mal guck aber, dass du wirklich auf 1 Zentimeter. Die 3 sind eigentlich richtig gut hier. Du gibst jetzt ein bisschen mehr Mühe, ja? Okay. Ich hab das nicht so mit der Genauigkeit und jetzt helfen mir erstmal das Lineal dafür. Und ich hoffe, ich mach das dann auch richtig. Manuels bisheriges Berufsleben, eine Geschichte des Scheiterns. Ich bin der Mensch, der das immer schnell beendet wie die Bundeswehr. Da war ich auch nur 2 Monate, weil ich gesehen habe, dass Bundeswehr doch nichts für mich ist. Mit diesen Matsch drin schmeißt und mit diesen ganzen Waffen und so. Und dann habe ich Kfz-Mechatroniker versucht. Aber da ich von Autos keine Ahnung habe, da habe ich gemerkt, dass der Job nichts für mich ist. Dann war ich halt 3,5 Jahre arbeitslos und dann zwischendurch halt mal 1-Euro-Job. Aber bin auf 2 Stück rausgeflogen, weil ich das nicht machen wollte. Das waren 120 Euro, ne, war nichts meins. Da habe ich Garten- und Landschaftsbau gemacht und ne, ist nicht meins. Ich habe keine Ahnung von Blumen. Dann gehe ich lieber in die Küche. Und da ich früher schon gerne gekocht habe, weil meine Mom, die ist Thailänderin und ich habe ihr gerne beim Kochen zugeguckt und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, habe ich mir überlegt, und doch in die Kochlehre zu gehen. Hier sind die nicht guten. Das ist automatisch klein, siehst du ja gleich. Mhm. Ja. Großes Loch. Ja. Siehst du. Wie viel hast du jetzt? Namen aussortieren? 22, ja? Ja. Jetzt bearbeitest du schon nochmal alle. Guckst, dass sie alle gleich groß sind. Alle fast nicht, siehst du? Alle fast nicht? Ja.
Der geht hoch. Der geht hier unten runter. Der ist da zu Schmitz. Hier ist das Millimeter bestimmt. Hier ist auch schief. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass nicht alles gleichmäßig ist und so. Die lassen wir jetzt einfach mal. Okay. Ich schneide dann nachher den neue. Okay. Dass du dann einfach heute Abend einen Unterschied siehst. Okay. Wenn Sternekoch Holger Bodendorf einen Lehrling einstellt, vertraut er auf sein Bauchgefühl. Er gibt auch jungen Leuten mit einer Biografie voller Brüche eine Chance. Ja, der Manuel war hier, hat sein Praktikum gemacht. Und was mich an ihm wirklich begeistert hat, er hat immer sofort gefragt, wollte alles wissen, alles hinterfragt, wollte Zusammenhänge wissen, auch wie ein Ablauf in einer Küche funktioniert. Und auch bei den Sachen, wenn er wirklich produziert hat oder so ein bisschen mitgearbeitet hat, man hat schon gesehen, dass er das Messer nicht das erste Mal in der Hand hat. Mitten in München zelebriert man die bayerische Tradition mit Dirndln, Bier und deftiger Kost. Im Wirtshaus Pschorr am Viktualienmarkt werden Haxen, Knödel und Kohl verarbeitet in Massen. Daniel Panhirsch will Koch werden. Heute beginnt seine Lehre. Daniel, du machst beim Ralf jetzt hier mit, er macht die Rinderhackstick. Muss jetzt erstmal der Ziegenkäse hier vorbereitet werden, das kann vielleicht der Daniel dann gleich machen. Du tust das Messer hier rein, ja? Oder kannst du es nicht hier durch oder hast du das Gebäude nicht? Also wenn du sowas machst in Zukunft immer, heißes Messer. Ja? Okay. So, ganze Brocken und nicht so. Okay? Mhm. So, das holst du schon da aufs Blech drauf, ja? Vorbereiten und hier auch da schauen, dass man hier unten das unter den Tisch geht. Wenn es voll ist, Spüler, kommt vor und holt das alles ab, weil wir dazu keine Zeit haben. Okay. Ja? Okay? Der erste Tag im Pschorr. Keine Schonzeit für den Lehrling. Am Beginn seiner Ausbildung hat der 19-Jährige kleine Unsicherheiten, große Pläne und ziemlich genaue Vorstellungen von seiner Zukunft. Das wäre echt mein eigenes Restaurant eröffnen. Das wäre zumindest ein großer Traum. Und selbst Leute unter mir zu haben und halt zu schauen, okay, was machen die? Vielleicht, wo muss ich dann auch noch helfen? Ja, mal schauen. Tag 1 im neuen Betrieb. Orientierungshilfe vom Chef. Guten Morgen. Die Hausführung machen wir jetzt. Ich zeig dir das ganze Haus. Das einfach stehen lassen dabei. So, dann gehen wir mal rauf in unseren Saal. Geschäftsführer Jürgen Lochbieler weiß aus Erfahrung, viele Azubis beginnen die Lehre mit falschen Erwartungen. Das Wichtigste ist putzen, putzen, putzen. In der Gastronomie besteht mindestens 50% der Arbeit aus Saubermachen. Eine Kochlehre ist hart, sehr hart. Kein Wunder, dass Gastronomen in der gesamten Republik über massive Schwierigkeiten klagen, Nachwuchs zu rekrutieren. Es ist erschütternd, was einem dort für Bewerbungen auf den Tisch kommen. Von 30 Bewerbungen, selbst wenn man auf die antwortet, melden sich 10 schon mal gar nicht. Ja. 20 machen Vorstellungstermin aus, da kommen dann nur 10. Und von den 10, die kommen, da hast du auch wieder von 5 überhaupt nichts mehr. Und von den anderen 5, da tauchen wieder 2, 3 unter. Von den 3, die dann vielleicht den Vertrag unterschrieben haben, kommen höchstens noch 2 dann tatsächlich zum Dienstantritt. Und von den 2 hört einer nach dem zweiten Tag auf, weil er sagt, also so viel Arbeit wollte ich eigentlich auch nicht machen. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Azubi Daniel ist fest entschlossen, durchzuhalten. Daniel, man immer darauf achten, gleichmäßig anbraten. Gell? Mhm. Nicht zu dunkel. So. Immer so eine richtig schöne goldbraune Farbe. Okay, ja? Mach mal. Danke. Ja. Die Abbrecherquote im Gaststättengewerbe ist weitaus höher als in jedem anderen Bereich. Auch im Pschorr kapitulieren viele Lehrlinge angesichts hunderter Klopse, die täglich zu braten sind. Ja, das wird nichts, du darfst nicht reinstechen. Du musst mit der Gabel. Fleisch wird nie angestochen. Das ist jetzt ein Fleischpflanster XL, aber nur zum Halten. Die meisten, für die Kochen bloß ein Beruf ist und keine Berufung, scheitern. Es ist sehr schwierig, da
wirklich noch ambitionierte junge Leute zu finden, die den Beruf auch wirklich erlernen wollen, mit allem, was dazugehört, die Entbehrungen auf sich zu nehmen. Die wenigsten haben sich da auch Gedanken darüber gemacht, was sie überhaupt lernen. Ja. Manchmal kommt es einem so vor, als geht man halt in die Gastronomie, weil man nichts anderes mehr findet. Ja. Und das ist eigentlich schade. Ich hatte vorher mal die Kinderpflegeschule vom Caritasverband angefangen. Hab da leider dann die Probezeit nicht geschafft. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, suche ich mir noch weiter um. Und habe dann schlussendlich doch noch einen Koch gefunden. Wer im Le Canard an Hamburgs Nobler Elbchaussee eine Chance als Azubi haben will, muss diszipliniert sein, belastbar und ins Team von Sternekoch Ali Güngremisch passen. Er sollte motiviert sein, so wie Jan-Philipp Kloesters. Der ist Lehrling im Canard und ziemlich ehrgeizig. Ein Glücksfall für jeden Gastronomen, eigentlich. Ich stand früher immer schon mit der Oma in der Küche und habe ihr immer schon über die Schultern geschaut. Und da hat sich das so peu à peu weiterentwickelt. Und dann hat man halt ja im 9. Schuljahr, ist das, glaube ich, da muss man immer so ein Praktikum absolvieren, so parallel zur Schule. Und das hatte ich dann auch in der Küche vom Restaurant gemacht. Und ja, da habe ich halt direkt gemerkt, dass es mein Ding ist und mir das gefällt. Und ich da auf jeden Fall weitermachen möchte in die Richtung. Die Küche wurde sein Lebensmittelpunkt. Die Soße, da machst du einen Löffel von dieser Sahne noch rein. Das sage ich auch hier unserem Sternekoch. Jan ist erst 17, aber er kocht schon seit mindestens 30 Jahren. Also du hast super Erfahrung. Jan, unser Sternekoch. Jan, denk daran, wir haben nur einen Juroren. Er macht das so gut. Jan, du bist der geborene Sternekoch. Ja, das schaut jetzt mal richtig raffetückisch aus hier. Was haben wir denn hier? Haben wir hier jemanden aus der Sternegastronomie? Wer das auch immer ist, ist für mich diesmal der Sieger der Küchenschlacht. Ja! Seit er erfolgreich im Fernsehen brutzelte, ist Jan-Philipp auf der medialen Überholspur. Das Ziel ist, Deutschlands jüngster Sternekoch zu werden. So früh wie möglich eigentlich schon. Ne? Am besten schon gestern. Aber man muss ja auch erstmal ein Fundament haben, auf dem man halt aufbauen kann. Und deswegen ist es halt eigentlich jetzt erstmal mein Ziel, wirklich in der Ausbildung viel an Wissen mitzunehmen und da viel zu lernen. Und dann kann man darauf ja so Step by Step aufbauen. Bei Ali Güngermisch lernt der Jungkoch Grundlagen und Philosophie der Sterneküche kennen. Aber musst du aufpassen, schau. Ich habe da nicht gleichmäßig gearbeitet. Hier ist etwas dicker, Herr Krokant, als wir hier am Rand. Ja, okay. Dann müsst ihr nächstes Mal ein bisschen präziser arbeiten. Ja, gut. Okay? Ja, alles klar. Weil wenn es zu dick ist, ist es dann zu süß. Okay. Und das soll es ja nicht sein. Das soll alles nach dem Hauptprodukt schmecken. Ja. Okay. Das ist ja das Wichtigste beim Kochen. Beim Kochen soll ja nicht irgendwie die Karotte nach, keine Ahnung, nur nach Petersilie und Koriander schmecken, sondern die Karotte soll nach Karotte schmecken. Ja? Er sagte gerade, er will Deutschlands jüngster Sternekoch werden. Was muss man dafür tun? Wie alt bist du denn? Ich bin 19 jetzt. 19. Ja, er muss. Gute Chancen, oder? Noch bist du ganz am Anfang, du. Und noch bist du da ganz unten. Das dauert noch sehr, sehr lange. Ja. Nein, aber ich finde es ja gut, dass er wenigstens ein Ziel hat. Ne? Ob er dann das schafft, oder, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Für mich ist es nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, dass er erstmal hier seine Ausbildung, also dass er erstmal hier seinen Job gut macht und dass er auch seine Ausbildung sehr gut abschließt und dass er so viel wie möglich hier lernt und sieht. Sehen tut er sowieso viel und lernen tut er auch viel, aber er muss natürlich seinen Teil dazu beitragen. In der Sylter Sterne-Gastronomie werden Kochlehrlinge nicht allein am Herd geschult. Ausflug mit Azubi zu einem Lieferanten. Hallo. Ein neuer Auszubildender, Manuel, den wirst du öfter sehen. Jeden einzelnen aussortieren, weil wir wirklich immer nur die besten Produkte brauchen. Oben sind die Himbeeren, die kleinen. Du siehst ja, wie gemalt. Eine wie die andere. Ne? So. Siehst du hier, das sind frische Pfifferlinge. Und da müssen wir dann darauf achten, dass sie wirklich immer schön trocken sind. Wenn sie nass wären, dann würden sie Wasser ziehen. Und dann würde dieser Pilz anfangen zu kochen in der Pfanne. Okay. Und er würde leicht zäh werden. Das ist hier eines meiner Lieblingsgemüse. Siehst du richtig hier Erbsen in der Schote. Siehst du, guck mal, richtig. Kennst du sowas noch von zu Hause? Ja. Schon mal gesehen? Ja. Ist ja auch ein Produkt, was nicht mehr so verwendet wird. Ja. Das macht natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Siehst du auch da, wenn du einen grünen Spargel mal holen solltest, immer gucken, dass die Farbe immer schön grün ist. Okay. Und je gerade, desto besser. Ja? Also das ist schon mal ein schönes Exemplar, der könnte noch gerade sein. Mhm. Immer gucken, ganz, 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 ganz gerade. So brauchen wir sie. Dann sieht es natürlich auch im Teller auch anders aus. Weil es ist ja auch alles sehr, sehr teuer. Wir sprechen von frischem Gemüse. Wir verwenden nur frische Ware.
Und dann müssen wir schon auch ein bisschen gucken, dass das alles wirtschaftlich ist. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt in deiner Ausbildung, dass du rechnen lernst. Und kalkulieren, das ist unterm Strich, muss was überbleiben, sonst müssen wir es nicht machen. Ja. Eine Uhrmöhre, die ist auch hier dran. Wenn wir sie durchbrechen, das ist eine ganz andere Farbe, eine rote Struktur haben. Mhm. Und die gibt es auch wirklich nur 4 Wochen im Jahr. Und dann die Kiste werden wir gleich mitnehmen. So, Manuel, ja. Jetzt ziehen wir uns um und dann beginnt der Spaß. Jetzt okay. Gehen wir mit der Möhre ein bisschen Spaß haben. So. Grundausbildung am exotischen Objekt. So, jetzt haben wir die Möhren. Ja. Als allererstes wollen wir sie schälen. Auf dem Handgelenk setzen und einfach schön runter. Ganz entspannt runterraspeln. Okay. Ganz vorsichtig. Auch mit Sparschälern kann man sich die Fingerkuppen abschneiden. Ja? So. Machst du die nächste? Auf der Hand, genau so, genau so. Die färbt. Ja? Die färbt, ja. Die färbt, ist wie eine rote Beete, ne? Das ist eben die Uhrmöhre, wo wirklich noch. Ja, ich bin auch schon ein bisschen. Bist. Und so machst du die. Machst du noch eine, der glaubt, das reicht, ja? Okay. Nächster Schritt. Gucken, dass du versuchst, sie wirklich immer gleich dick zu schneiden. Kannst du dir vorstellen, warum es mir so wichtig ist? Dass sie gleich garn. Genau. Okay? Machst du fertig? Lass dir Zeit dabei. Alles gut. Und vorsichtig mit den Fingern. Immer einen Krallengriff. Genau. Du weißt, wie es geht. Machst die anderen noch fertig und dann kommst du vor, ja? Jawohl. Ein wichtiges Lernziel im Sterne-Restaurant: begreifen, welche Aromen miteinander harmonieren, welche Zutaten zueinander passen. So, unser erstes zusammengekochtes Gericht, mein Freund. Kannst du mitnehmen? Guten Appetit. Dankeschön. Der Kosmos kulinarischer Genüsse, für Manuel eine neue Welt. Hast du was vorher schon mal gegessen? Nö. Diese Karotten zum Beispiel, kenne ich gar nicht. Habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Aber schmeckt sehr gut. Und das Fleisch, so medium, schmeckt eigentlich auch ganz gut. Aber eigentlich habe ich immer das Fleisch ganz durch. Aber so schmeckt es auch. Das Fett schmeckt man eigentlich gar nicht. Ich habe immer so erst gedacht, bei Rindfleisch schmeckt man das Fett, so wie bei McDonald's zum Beispiel. Aber schmeckt sehr gut. Am Beginn seiner Lehrzeit hat Manuel kaum soziale Kontakte auf Sylt. Täglich in der Mittagspause telefoniert er mit Freundin und Sohn im 700 Kilometer entfernten Koblenz. Ja. Hallo Schatz. Hi. Was machst du? Bei Alex. Und der Kleine? Fabrika fahren. So, bist du krank? Ja, ja. Deine Stimme geht weg. Ich weiß. Ja, hab grad Pause. Der Lehrling einsam auf der Insel. Ich dich auch. Ja, tschüss. Mithilfe der Arbeitsagentur hat Manuel den Job weit weg von Frau und Kind bekommen. Das ist meine Freundin, die Sandra, und das ist mein Sohn, der Sandro. Wenn ich da meistens mit ihm telefoniere, dann fragt er immer nach mir, was ich da machen will. Und dann sage ich immer, dass ich arbeiten muss, dass der Papa Geld verdienen muss, um ihn wieder besuchen zu können, dass er nicht traurig sein muss. Ja, und sie? Ja, dann habe ich gesagt, ich versuche, so schnell wie möglich dieses Geld zu sparen, immer viel wegzulegen, dass ich euch so schnell wie möglich besuchen kann, dass wir das packen zusammen, dass wir zusammen stark sind. Der Azubi lebt in einer Ferienwohnung, die ihm sein Arbeitgeber zu vergleichsweise günstigen Konditionen vermittelt hat. Wenn ich Mittagspause habe, da ich ja dann nur 3 Stunden hier sitze, Fernsehen gucke, telefoniere, schon ein bisschen langweilig. Ich weiß selbst nicht, was ich so machen soll. Oder halt ein bisschen laufen gehen, und dann geht die Zeit schon rum. Die Insel ist teuer, eigentlich zu teuer für einen Auszubildenden mit knapp 400 Euro netto im Monat. Sylt, das ist eine ganz andere Liga. Wenn man hier auf der Straße sieht, es fahren ja zum Beispiel dieser Porsche Cayenne. Und das hier ist so ein Standardauto. Und ich denke schon, dass hier Leute sehr viel Geld haben und das auch zeigen. Und da fühlt man sich schon ein bisschen klein. Aber ich denke mal, mit viel Arbeit und mit viel Fleiß, dass man auch dahin kommen kann. Ist das so dein Ziel? Ja, für mich und für meine Familie, dass ich denen was bieten kann und aus dem Hartz IV rausholen kann. Was genau ist das Ziel? Hast du auch mal mit Porsche Cayenne durch die Gegend? Nee, das nicht.
Porsche ist ja schon ein schönes Auto, aber mein Traumauto bleibt immer ein Lamborghini. Und da der ja auch schon bis 250.000 und aufwärts kostet, muss man da schon viel sparen. Männerträume, Reichtum und Karriere. Manchmal denke ich mir auch, das wäre ein schöner Traum, so ein Chef zu sein und dann das Kommando zu haben und so ein Team vor sich zu haben und dann das zu sagen, was sie machen müssen und dann alles zubereiten und die Gäste damit zufriedenzustellen. Das wäre ein Traum. Ich hoffe, ich werde den auch erfüllen. Egal, ob München, Sylt oder Hamburg, auch jenseits des Herdes müssen sich die Kochlehrlinge bewähren. Nicht jedem, der sich zu höheren Berufen fühlt, schmeckt das. Hast du die Arbeit im Sternerestaurant so vorgestellt? Nein. Nein. Das ist scheiße. Mittags ist der Spieler nicht da. Und dann stehe ich halt hier immer. Was willst du machen? Passiert öfter? Ja, jeden Tag. Doch selbst der Chef ist sich nicht zu schade, mit anzupacken, wenn Not am Mann ist. Helfe ein bisschen. Damit der Jan Philipp nicht denkt, dass er das alles alleine machen muss. Macht er ja nicht. Mir ist es wichtig, dass mein Personal auch ein bisschen mit auf die Spüle guckt. Weil wenn man selber sauber macht, weiß man eigentlich, wie hart es ist hier in der Spüle. Und so schätzen sie das auch und auch die Arbeit vom Spüler. Und deswegen muss da jeder mitmachen. Also ist nicht Jan Philipp alleine, der das hier macht. Und außerdem, ganz ehrlich gesagt, als von einem Azubi, wenn ich das selber mache, erwarte ich das von einem Azubi natürlich auch, dass er auch mal in die Spüle geht und das auch macht. Aber man darf es auch nicht irgendwie übertreiben. Es ist halt immer mittags und es ist halt scheiße und es ist halt Drecksarbeit. Aber ja, man wird sehen, wie lange man das macht. Und glaubst du, wie lange das noch machen muss? Bis der nächste Azubi kommt. Während Jan Philipp in Hamburg konfrontiert wird mit den lästigen Seiten der Sternegastronomie, macht sich Daniel in München mit den Grundlagen der gutbürgerlichen Küche vertraut. Er soll lernen, wie man aus Knochen und Gemüse rund 50 Liter Fleischbrühe kocht. Richtig runter geht, oder? Da musst du richtig so rein und dann. Ich brate das an und ich habe gleichzeitig dann auch durch das Anbraten auch den Geschmack. A, von den Röststoffen und B, die Farbe. Ja? Für Daniel ein fremdes Universum. In jeder Küche brauchen sie auf jeden Fall mal die Grundeigenschaft, dass sie mit Leidenschaft an die Sache drangehen. Und das ist nicht zu vermitteln, das muss man selber mitbringen. Und das kristallisiert sich nach kürzester Zeit raus. Der ganze Beruf ist auch ohne das nicht zu machen. Ja, es ist nicht so, dass man sich hinstellt und sagt, gut, okay, wie jetzt bei einem Bürokaufmann, du fängst jetzt da mit Schreibmaschine an zu tippen und irgendwann geht das halt so. Ja, es ist was anderes. Hier, da muss man schon, man muss einen Geschmack mit reinbringen, einen eigenen Geschmack. Man muss den verfeinern können, man muss ihn ausbauen können, man muss sich selber organisieren können. Hast du denn Leidenschaft fürs Kochen? Ja, auf alle Fälle. Ich koche auch daheim liebend gerne mit meiner Mutter zusammen. Also daheim machen wir eigentlich hauptsächlich immer das Einfache. Also noch mit Tütenprodukten, weil es meine Mutter nicht alles gelernt hat. Aber dafür bin ich, der jetzt sagt, dass ich es anders lerne und dann sagen kann, nee, brauchen wir nicht mehr, jetzt kann ich es anders machen. Und ihr dann auch anders zeigen, wie es auch anders geht. Und es ist auch dann trotzdem schmeckt so, wie es als sie denkt, es kommt von der Tüte. Im Pschorr werden auch Speisen serviert, die bei Konsumenten von Tütenkost allenfalls Ekel auslösen. Heute lernt Daniel etwas kennen, das er noch nie gegessen, geschweige denn verarbeitet hat. Rinderherz. Bitte, wenn Sie was schneiden, aufschneiden, nachdem Sie ja noch nicht das Gefühl haben fürs Messer, immer weg vom Mann, bitte. Okay. Nie zu sich, weil das ist... Hat einen Teufel gesehen, gell? So, nehmen wir das raus. Jetzt zeige ich Ihnen das mal, wenn wir das herrichten. Legen es hin. Tun wir das jetzt hier mal durchschneiden.
und dann tun wir das so in solche Scheiben schneiden. Mhm. So, jetzt probieren Sie es bitte mal. Alt, dünner werden, dünner, dünner, dünner. Klinge Richtung Brett. Achtung, hier die Finger. Die Finger bleiben so. Sie haben eine lange Klinge, durchziehen, lange durchfahren. Nicht, dass eine Ecke 3 cm hoch ist, die andere nur einen halben. Schauen wir uns das mal an. Ja, das kann man einfach so hoch. Nein, das ist nicht so, wie ich es Ihnen gesagt habe. So, bitteschön. Machen Sie weiter. Das dicke Stück bleibt immer links von Ihnen. Wo Sie anfangen, das ist das dünne. Schauen Sie mal nach dem Messer. Haben Sie mal runtergeschaut, wo wollen Sie reinschneiden? Ist das Messer gerade? Messer jetzt gerade? Ja, nein? Jetzt schon. Ist es? Ja. Gut, dann und nicht drücken. Weiterhin mit dem Messer durchfahren, auch wenn es zum Ende hingeht. Messer bewegen. Da braucht man jetzt hier Schnitt, Schnitt. Sie haben eine 30 cm lange Klinge und die kosten Sie voll aus. Und jetzt hat ganz leicht einritzen. Ja? Mhm. Leicht einritzen, nicht durchschneiden. Stopp! Und was habe ich Ihnen gesagt mit den Fingern? Das auch bitte berücksichtigen und beherzigen. So halten, gell? Mhm. Immer eine Kralle machen. Jetzt haben Sie schon wieder da Schnitte und dann wieder oben einen Schnitt. Ja. Von oben dann nach unten gehen. Und dann wissen Sie auch, dass Sie alles, die komplette Fläche eingeschnitten haben. Finger! Immer auf die Finger achten. Die Finger bitte. Es geht hier da um Ihre Sicherheit. Wie halten wir die Finger? Verdammt. Ich sage mal, dass momentan die Konzentration ein bisschen nachlässt. Nee. Noch nicht. Das ist auch was Neues für mich. Ich glaube, sowas also mir schmeckt auch kein Lamm. Also denke ich mal, würde mir sowas nicht unbedingt schmecken. Also vielleicht probiere ich, wenn ich mal die Ausbildung fertig habe, mal, aber vorher glaube ich nicht. Erst einmal tun wir das mal probieren und dann kann man entscheiden, schmeckt es einem oder schmeckt es einem nicht. Also gerade als Koch muss man für alles mal ein bisschen offener sein. Okay. Sowas braucht die Gastronomie nicht. Die Gastronomie braucht Leute, die arbeiten wollen und darüber hinaus, ich meine gut, wir machen hier alles frisch. Wir brauchen Leute darüber hinaus noch, die für den Job leben. Darum geht es ja. Es geht nicht nur darum, dass ich in die Arbeit gehe und mein Geld verdiene, ja, und dann zusammenpacke und wieder nach Hause gehe. Es geht darum, dass da Leute sind, auf die man sich verlassen kann. Um 9 Uhr war Schichtbeginn für Daniel. Noch etwas mehr als eine halbe Stunde bis zum Feierabend. Na, sind wir schon ein bisschen müde? Spüren wir schon? Nee, ich habe gerade jetzt ein paar Tage schon Nackenschmerzen, deswegen. So, jetzt weitermachen bitte. Und mal schauen, an sich selber mal den Anspruch stellen, vielleicht ein bisschen schneller werden, wo man sagt, man möchte auch fertig werden. Und in der Küche hat man mal sehr oft Zeitdruck. Und durchziehen, Messer bewegen. Wenn das wegrutscht, drücken Sie wieder. Ja. Gesundheit. Sie schauen nicht mit dem Messer in der Hand durch die Gegend und umdrehen. Entweder Messer gleich ablegen und nicht durch die Gegend schauen. Erstmal tun sie sich selber gefährden und andere auch noch. Von den Qualitäten ihres neuen Lehrlings sind die Ausbilder alles andere als begeistert. Ja. Oh, alles klar. Bis morgen. Geil. Bis morgen. Für dich, servus, bis morgen. Ja? Jo. Alter Frische. Jo. Viertel vor 9. Viertel vor 9? Ja. Okay. Alles klar. Servus. Ciao. Das ist der falsche Beruf. Echt? Na. Von dem, was er von sich gibt, die Arbeitsabläufe, was ich jetzt so gesehen habe in den 2 Tagen, wo er jetzt hier ist, von der Handwerklichkeit her, da passt irgendwie der Ablauf nicht so zusammen. Ich weiß nicht, ob man ihm das noch vermitteln kann. Wenn, dann müsste es ziemlich zügig gehen. Ja. Daniel Panhirsch hat Feierabend. Endlich.
Der 19-Jährige lebt bei seiner Mutter, einer Justizangestellten. Die ist überzeugt, dass ihr Sohn den richtigen Beruf gewählt hat. Unser Daniel macht's gern, das Kochen. Der hat da, denke ich mal, schon ein Händchen für. Und ich denke mal, dass er da auch keine Sorge haben muss, keine Arbeitsstelle zu finden. Da hat er ja auch Möglichkeiten ohne Ende. Das ist schon in Ordnung. Nach einem Arbeitstag in der Wirtshausküche hat Daniel keine Lust, zu Hause zu kochen. Im Kühlschrank finden sich noch Reste eines Gerichts, das Mutter und Sohn vom Griechen mitgebracht haben. Was haben wir gestern gehabt? Bifteki. Du hast Bifteki gehabt. Ja, du auch. Bloß hast du die mit Taxasauce dabei gehabt. Ist alles schon fertig, müssen wir nur noch mal machen. Fertige Kost statt frischer Lebensmittel, das war im Hause des Kochs ins B bislang die Regel. Aus vielfältigen Zutaten Gerichte zuzubereiten, für Mutter und Sohn die reine Zeitverschwendung. Mikrowelle ist bisher so der Standard bei euch gewesen? Ja, bisher. Für Reste, wenn irgendwo was übrig bleibt, finde ich die Mikrowelle optimal. Und er kriegt oft spät abends, wenn er länger auf ist, gerade so an Wochenenden um 10, 11 kriegt er noch mal einen Hungeranfall und dann sind wir froh, wenn wir die Mikrowelle haben. Stets war die Botschaft, Essen ist fertig, mit dem Klingeln der Mikrowelle verbunden. Ja, guten Schatz. Dir auch. Richtig kochen, Neuland für den Lehrling. Und was wird denn in der Küche, wo du was gemacht hauptsächlich? Gebraten. Gebraten, also Fleisch. Jupp. Ach ja, zum Schluss habe ich Rinderherz geschnitten. Mhm. Ja, hat es geklappt? Nein. Zum Nachtisch raucht Daniel Shisha. Wasserpfeifen sind sein Hobby. Manche sagen, das ist ein Suchtmittel. Sehe ich gar nicht so. Ist es eher als ruhiger Ausklang für den Tag an und als Entspannung. Definitiv. Und wie fühlst du dich jetzt so? Müde. Müde und kaputt. Ja, Augen werden leicht schwer, Nackenschmerzen halt sind wieder ein bisschen stärker geworden, aber deswegen werde ich wahrscheinlich auch dann demnächst bald ins Bett gehen. Hochsaison auf Sylt. Das Gourmet-Restaurant im Landhaus Stricker, allabendlich ausgebucht. So, Männer, alles auf dem Herd für den Hauptgang. Das Püree, haben wir die Kakaostangen? Haben wir. Abgezählt? Richtige Länge gekürzt? Nein. Okay, machen bitte. Pfirsiche bitte. Große vorschneiden, Bernd. Jawohl. Dass wir da weiterkommen. Spargel hast du für den nächsten Gang? Ja. Der Chef unter Hochspannung, das Team konzentriert. Und Azubi Manuel nur Zaungast der Hektik. Drücken, andrücken, ein bisschen andrücken und nicht so zittern. So, weiter. Komm, Toni, weiter. Ersten Teller aufnehmen, Service. Ja. Komm. Muss heiß raus. Hier zum nächsten. Komm, einen noch. Auf geht's. Aufnehmen mit zur Tusche. 27. Ja, es sind dann doch sehr viele Eindrücke. Auch natürlich Ausbildungsbeginn, weg von zu Hause. Und neue Menschen kennenlernen. Und also im Moment guckt er auf allen Posten mal ein bisschen rum, um einfach mal zu schauen, wie überhaupt die Abläufe sind. So, gibt's dem Manuel das in die Hand? Jochen, zeig bitte dem Manuel, was er auflegen soll. Jawohl, ja. So, dann nehme ich die Eier. Komm, schau. Okay, mach ich das rein? Immer in das Dreieck reinlegen, ne? Okay. Jawohl. So. Komm, mehr Kräuter und schneller die Kräuter. Kann einer helfen? Erik hält bei den Kräutern mit. Der Kollege bricht gleich zusammen hier. Komm, hier vorne. Hier, da, der ist nackt, der muss mit drauf. Hier. Dankeschön. Du guckst mit hinten, machst die Pettifurst fertig. Jawohl. Sind die Pfifferlingssuppen? Habt ihr jetzt beide Pfifferlingssuppen gemacht? Das ist wirklich durch, was ihr da macht. Einmal die Pfifferlingscremesuppe, Krabben apart anrichten. Ja. Wer hat die Scampi gesetzt? Können wir nicht ein bisschen alle zusammenarbeiten, dass ihr die Teller sauber lasst? Toni, du müsstest sprechen jetzt, weil sonst macht es keinen Sinn. Weil, so, die Suppen wie besprochen, ja? Zwei Tafelspitz Pfifferling Tomate. Laufen lassen, Medi 4, zweite Amiskel bitte. Ja. Danke. Teller ran sauber machen. Nachwürzen hier. Könnt ihr das, auch das Salz immer auf den Posten stellen, wenn wir Abendservice kochen? Geht das? Weil so bei Null anfangen heute ist ein bisschen doof.
Die ganze Mannschaft läuft auf Vollgas und haben vielleicht auch im Moment nicht so das Verständnis oder auch die Muße, jemanden neuen einzuarbeiten. Und deswegen ziehen wir ihn so ein bisschen raus, macht die Vorbereitung mit und den Abendservice eher mal gucken lassen und später. Aber Sie sehen ja, was hier los ist. So, weiter geht's. Manuel steht eine harte Zeit bevor. Es wird wohl Monate dauern, bis er Freundin und Sohn wiedersehen kann. So, komm, aufräumen, Lingo, komm, los. Ich habe es mir als Ziel vorgenommen, mal endlich was in meinem Leben durchzuziehen. Ich hoffe, dass der Job so weiter bleibt, dass die Leute so bleiben und dass ich die 3 Jahre hier auch durchschaffe und schaffe. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Im Pschorr am Viktualienmarkt Biergartenwetter. Tag 2 für Daniel. Dem Lehrling droht Arbeit im Akkord. Hunderte Zitronen müssen in eine neue Form gebracht werden. So, auf geht's. Schau mal hier. Wir haben da mal was vorbereitet. Zeig ihm, wie die Zitronensterne gemacht werden, Christian. Und dann kann der Daniel weitermachen. Na, schon einmal. Bis ganz durch. Also, was durchkommt. Sonne und Wochenende, das heißt Massenansturm auf Biergarten und Wirtshaus. Ah, so, Johannes. Da hinten stehen große Chorteller, ne? Diese weißen, ja, großen. Mhm. 36 bitte abzählen, tust, ja, du dir in so einen Wagen nehmen, draufstellen und hierher kommen. Von allen Mitarbeitern wird voller Einsatz erwartet. Auch von denen, die gerade erst angefangen und das gastronomische Vokabular noch nicht ganz begriffen haben. Azubi Johannes, ebenso wie Daniel ganz neu im Pschorr, braucht Zeit, sich zurechtzufinden. Doch Zeit ist an diesem Wochenende Mangelware. Teller, 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 Teller. Wo ist denn hin? Hier. Johannes, die Teller hier zu mir hinter in die Aufschubmaschine. Da vorne bringen die mir halt gar nichts, ne? Hast es. Sind es 36? Ja. 2, 4, 6. 36, ich habe 32. 8, 10, 12, 14, 15. Sind nur 32, 18, 32 sind es. 20, 22, 24, 26, 28, das sind 29 Teller. 29. Und ich brauche 36. Aber dann gehst du jetzt nochmal hoch, aber nimmst diesmal die Treppe, weil das geht schneller und holst sie dann aus dem Allerhöchsten, ja? Manch einer der Auszubildenden fühlt sich schon am zweiten Tag von Tempo und Ton in der Küche überfordert. Das Problem ist, dass ich zu ihm gesagt habe, er soll die Teller holen. Und das ist alles, wir haben halt einfach viel zu tun. Und ich kann nicht immer 3 Stunden warten, wenn er eine einfache Aufgabe erledigen muss. Also es muss halt einfach zack, 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 zack gehen. Und ja, und das muss er einfach lernen. Und der Ton, das ist zwar nicht immer schön, der Ton in der Küche, aber es ist so. Da muss er sich dran gewöhnen. Gastronomie ist kein Ponyhof. Die Arbeitsgeschwindigkeit von Daniel entspricht auch nicht gerade dem Rhythmus der Wirtshausküche am Viktualienmarkt. Köchin Claudine Rauchfuß versucht, bei den Azubis aufs Tempo zu drücken. Okay, super. Hast du schon eine Aufgabe? Nee. Okay, dann holst du dir einen Dreiviertel-Einsatz. Du machst die halbierten Tomaten, die du gestern geschnitten hast, weißt du ja noch, ne? Ja. Die bei mir im Kühlhaus sind. Füllst du einmal halb voll, aber nur, ja? Und bringst, ja, es mir auch bitte her. Okay. Doch auch Johannes erweist sich eher als Bremser. Wo sind genau die halbierten Tomaten? Hm? Wo sind die genau? Du musst halt schauen. Da stehen genügend Einsätze, musst, okay, einfach mal durchschauen. Ich weiß, ja, auch nicht genau, wo sie sind. Ah. Hast du? Nee, ich finde sie nicht. Kein Plan. Nimmst du die so lange, bis du die anderen gefunden hast? Ja. Natürlich können wir jetzt ganz freundlich sein und ihn mit Samthandtun anfassen. Es bringt ihm aber alles nichts, weil der Beruf ist nicht so. Der Beruf ist einfach hart, man muss funktionieren. Und da bringt es überhaupt nichts, wenn man jetzt irgendwie sagt, kannst du bitte, würdest du und ach, lass dir ruhig 3 Stunden Zeit. Hat keinen Sinn. Und so sehen sie wenigstens, wie die Realität ist. Und dann können sie sich immer noch entscheiden, nach ein paar Monaten will ich diesen Job wirklich machen. Und die meisten muss man einfach dazu sagen,
geben alle auf. Also ich weiß noch damals, wo ich Lehre gemacht habe, 80% meiner Klasse hat aufgegeben. Warum machen Sie den Job denn? Weil ich ihn liebe, weil es mein Traumberuf ist. Schon immer. Ich habe ganz früh bei meiner Oma schon immer mitgeholfen beim Kochen und Backen. Und habe dann irgendwie mit 5 Jahren beschlossen, ich werde Köchin. Und bin es geworden. Ein Stück weit muss man für den Beruf geboren sein. Also nur Leidenschaft allein genügt nicht. Man muss auch schon ein bisschen das Talent mitbringen und einfach sagen, okay, ich mache das. Und gerade die ersten 3 Jahre Lehre und dann die nächsten 2 Jahre Geselle, man frisst eigentlich 5 Jahre lang nur Scheiße. Und wenn man das nicht aushält, dann ist man falsch in dem Beruf. Interessant. Jeder sieht's ja anders. Nach Saison auf Sylt. Im Landhaus Stricker wurde Azubi Manuel befördert. Er durfte eigenverantwortlich Frühstück für Hausgäste machen. Die Aufgabe meisterte der Lehrling gewissenhaft, bis zu dem Tag, an dem er verschwand. Nur einen Zettel hinterließ er. Das ist der Zettel. So sind sie, die jungen Leute. Ich hatte noch bei mir ein, zwei Mal im Büro, um auch eine ganze Geschichte mal hinterleuchten, was es ausmacht, eine Ausbildung zu machen, wie viel Stress auf einen zukommt. Und das ist auch in diesem Haus wirklich sehr gut gemeistert. Ja, ich finde einfach, bevor man so einen Brief von der Tür durchschiebt, hätte man vielleicht einmal sagen können, pass mal auf, Bodendorf, hier und hier ist das Problem. Ich brauche mal eine Auszeit oder ich fahre mal nach Hause. Wäre es am Ende der Saison, ist alles möglich gewesen. Nach seinem überraschenden Abgang tauchte Manuel erst einmal unter. Er war ja leider Gottes erst mal 4 Tage verschollen. Wir haben alles versucht, auch bei ihm in der Unterkunft oder in seiner Wohnung haben wir geklopft und geguckt. Und ich habe auch Mitarbeiter vorbeigeschickt, weil man weiß ja auch nie, junger Mensch, weit weg von zu Hause, was da noch so alles für Hintergründe sind. Und deswegen wollte ich mich einfach kümmern, aber war auch nicht dort. Und ich glaube, 5 Tage später habe ich ihn telefonisch erreicht. Die Trennung von Freundin und Kind konnte Manuel nicht länger ertragen. Er sah sich vor die Entscheidung gestellt, Familie oder Beruf. Seine Ex-Kollegen enttäuscht. Wir sind schwach. Ich hätte sogar gehofft, dass er wenigstens kommt und dann sagt Tschüss oder so, dass man jetzt mit Abstand, wenn man kündigt, macht man es mit Abstand und einfach so, ich sag mal, feige. Er hat zu mir mal gesagt, er will jetzt endlich mal was durchziehen in seinem Leben. Und er hat gesagt, ja gut zu, hier kannst du es machen. Ist schwer, aber das macht man hier. Aber dass er dann doch wieder ins gleiche Muster zurückfällt und dann mit einem Brief kündigt, schwach. Trotz aller Enttäuschungen vermittelte der Sylter Chef seinem Ex-Lehrling einen Ausbildungsplatz in dessen Heimatstadt. Zum verabredeten Vorstellungsgespräch ist Manuel nicht erschienen.